Les opposants à l'initiative prétendent que les entreprises peuvent régler le problème elles-mêmes. C'est le principe de l'autorégulation. Ça n'a pas du tout marché. 90% des citoyens, d'ailleurs, ne commettent jamais de crime. Et pourtant, nous avons un code pénal. Il faut le code pénal pour ceux qui ne savent pas respecter les règles. Ausgebeutete Arbeitskräfte, vergiftete Umwelt, Kinderarbeit. Wenn Konzerne mit Sitz in der Schweiz darin verbandelt sind, dann sollen sie dafür haften. So will es die Konzernverantwortungsinitiative. Auf den Baumwollfeldern in Zentralindien wird es derzeit wieder tonnenweise versprüht, mit teils fatalen Folgen. Alleine im Distrikt Yavatmal sind letztes Jahr nach der Arbeit mit Pestiziden 20 Bauern gestorben. 800 Menschen mussten mit Vergiftungen ins Spital. Auch ein Schweizer Produkt wird dafür verantwortlich gemacht. Polo nennt es sich und Hersteller ist der Basler Chemie-Multi Syngenta. La corruption est certainement la menace la plus grave pour nos démocraties. Schmieren und Schweigen. Lafarge Holcim. Die Lafarge-Chefs geschäfteten mit der Terrormiliz IS. Durchsuchungen in den Büros von zwei Genfer Ölhändlern. Der brasilianische Petrobras-Skandal holt die Genfer Handelsgiganten Vitol und Trafigura ein. Gunvor zur Zahlung von 94 Millionen Franken verurteilt. Mitarbeiter des Rohstoffkonzerns bestachen Amtsträger in Kongo und Côte d'Ivoire. Notre initiative demande quelque chose de vraiment très simple. La mise en œuvre d'un principe qui est valable dans toute société civile, principe selon lequel chacun doit répondre de ses propres actions.